In der zweiten Runde der Herren-Judo-Bundesliga-Saison 2018 sind wir zu Gast beim Judo-Club Wimpassing-Sparkasse, wo eine Doppelveranstaltung über die Bühne geht. Die niederösterreichischen Gastgeber empfangen nämlich nicht nur bei den Herren, sondern auch bei den Damen die Mannschaft von Café Plus Co. Vienna Samurai. Für die Wimpassinger Damen Tina Zeltner und Michaela Polares sowie für ihre Clubkollegen Lukas Reiter und Aaron Fahrer die letzte Gelegenheit, vor der Europameisterschaft ihre Form zu überprüfen. Ja, also freue mich, dass wir heute das erste Mal hier in Wimpassing eine Doppelveranstaltung machen können mit Damen und Herren. Also Damen-Bundesliga zu Hause ist bei uns genauso mit der Stimmung wie bei den Herren. Und jetzt haben wir das beide gemischt. Ist ein bisschen stressig für mich als Trainer. Und bei der Ausstellung ist natürlich so, dass wir 4 EM-Starter in unserer Mannschaft haben und normalerweise würde ich das schonen, wenn es irgendwie geht. Aber jetzt sind wir eine Woche vor der Europameisterschaft und ich weiß nicht, wer den Termin zulassen hat. Auf alle Fälle, ich kann nicht auf meine besten Leute verzichten, weil ich keinen adäquaten Ersatz habe. Wir haben zwar eine gute Mannschaft, aber wenn ich die rauslasse, dann fahren die drüber über uns und das will ja niemand. Wir wollen gewinnen und ich denke, dass das eine knappe Partie wird. Bei den Mädchen ist es so, dass die eigentlich ist es wie das vorzogene Finale da, die Samurai und wir. Die waren voriges Jahr Zweiter, waren schon Dritter in der Golden League. Und bei den Burschen ist es so, die Samurai waren voriges Jahr Dritter, sind statt uns ins Final vorgekommen. Und jetzt wollen wir eigentlich sagen, dass wir ins Final vorgehören. Ja, für uns ein besonderes Erlebnis heute. Wir kämpfen mit Frauen und Männern, erste Bundesliga. Einen starken Gegner für beide Mannschaften, Wimpassing, die sind sowohl bei den Frauen Titelfavorit, als auch bei den Männern zählen sie zu den engsten Favoritenkreis, deswegen ist es natürlich für uns ganz schön schwer heute. Ihre Sache ausgezeichnet macht zum Beispiel Tina Zeltner in der Klasse bis 63 Kilogramm. Die 25-Jährige feiert einen klaren Ippon-Sieg und zeigt ihre gute Form im Hinblick auf die Europameisterschaft. Ja, das ist einfach ein super Zuckerl, weil für mich, ich bin eigentlich im Jänner erst wieder eingestiegen und dass ich da gleich bei der EM dabei sein darf, ist eine super Chance, einfach, die ich auf alle Fälle nutzen möchte. Auch ihre Clubkollegin Michaela Polares kann ihre Kämpfe gewinnen in der Klasse bis 70 Kilogramm. Auch die 20-Jährige ist für die Europameisterschaft also bestens gerüstet. Es bedeutet mir irrsinnig viel. Es ist eine große Ehre, dass ich teilnehmen darf. Und ich freue mich schon drauf und werde viel reinhauen. Also. Zurück zur Herren-Bundesliga, wo die Wimpassinger gleich einmal mit 1:0 in Führung gehen, da in der Klasse bis 60 Kilogramm die Vienna Samurais keinen Kämpfer aufbieten können. In der Klasse bis 66 Kilogramm geht es dann aber erstmals zur Sache. Martin Morgenbesser trifft hier auf den serbischen Legionär der Samurais, Strahinja Buncic. Und Buncic macht hier seine Sache ausgezeichnet, gewinnt diesen Kampf mit Ippon vorzeitig. Damit steht es 1:1. In der Klasse bis 73 Kilogramm stehen sich Lukas Reiter, der EM-Kämpfer der Wimpassinger, und Felician Öri gegenüber. Und der 22-jährige Reiter, der erst im Februar bei den European Open im Oberwart gewinnen konnte, hat gegen den ungarischen Legionär der Vienna Samurais keinerlei Probleme. Er gewinnt mit Vasari und einem Festhaltegriff mit Ippon und bringt Wimpassing damit wieder in Führung. Das ist meine zweite EM im Einzel. Letztes Jahr bin ich als Siebter geworden. Das einzige, die einzige Männerplatzierung. Davor habe ich im Teambewerb gekämpft. Und sicher natürlich eine EM-Nominierung ist sehr viel wert. Und ja, also ich werde alles geben und schauen wir, was dann rauskommt. Damit sind wir auch schon in der Klasse bis 81 Kilogramm, wo sich Andreas Wenisch und Patrick Ganselmeier gegenüberstehen. Und hier hat Patrick Ganselmeier den Kampf bereits entschieden. Ein wunderschöner Ippon. Und damit steht es in diesem Duell wieder 2:2. In der Klasse bis 90 Kilogramm stehen sich Florian Wallner und Dominik Huskava gegenüber.
Huskava legt hier gleich einmal ordentlich los, geht mit einer Vasari-Wertung in Führung. Florian Wallner ist da gehörig in Bedrängnis, kann sich aber noch einmal befreien und ist jetzt seinerseits gefordert. Und hier kann er ebenfalls eine Vasari-Wertung erzielen. Florian Wallner, 38 Sekunden vor dem Ablauf der regulären Kampfzeit, steht also 1:1. Beide haben eine Vasari-Wertung zu Buche stehen und es geht in das Golden Score. Ein spannendes Duell also in dieser Klasse bis 90 Kilogramm, das hier mit einer Vasari-Wertung entschieden wird, und zwar zugunsten von Huskava. Die Vienna Samurais führen also mit 3:2. In der Klasse bis 100 Kilogramm trifft David Klammert auf Seiten der Wimpassinger auf Gabriel Lukanovic. Und Sie sehen es hier, mit einer Ippon-Wertung kann David Klammert diesen Kampf für sich entscheiden. Es steht also 3:3 in diesem Duell. Damit fällt also in der Hinrunde die Entscheidung erst in der schweren Gewichtsklasse. Und da trifft Europameisterschaftsfighter Aaron Farah auf Christoph Radlherr. Aaron Farah, der ja normalerweise in der Klasse bis 100 Kilogramm kämpft, hat hier keinerlei Probleme mit Christoph Radlherr. Hebt ihn hier aus und bringt ihn mit Ippon zu Boden. Damit führen die Wimpassinger zur Halbzeit. Knapp, aber doch mit 4:3. Also es freut mich sehr, dass ich mich wieder qualifiziert habe dieses Jahr. Das bedeutet mir sehr viel. Vor allem, weil es dieses Jahr nicht so gut bei mir gerannt ist. Die ersten Grand Slams und Grand Prix. Aber nichtsdestotrotz, ich habe letztes Jahr 2 World Cups gewonnen und deshalb schaue ich, dass ich mir das Beste wieder rausholen kann. In der Klasse bis 60 Kilogramm gibt es dann wieder einen Punkt für die Wimpassinger kampflos. Wir sind damit bereits in der Klasse bis 66 Kilogramm und da gibt es ein Legionärsduell. Der Tscheche David Pulkrabek trifft auf den Serben Strahinja Buncic. Buncic geht hier mit einer Vasari-Wertung in Führung und legt dann auch noch einen drauf, gewinnt diesen Kampf also und damit steht es wieder 5:4. Die Wiederholung aus der Hinrunde bekommen die Zuschauer in Wimpassing dann in der Klasse bis 73 Kilogramm zu sehen. Lukas Reiter steht hier noch einmal dem Ungarn Felician Ori gegenüber. Und Reiter hat in diesem Kampf doch deutlich härter zu kämpfen als in der Hinrunde. Muss sich hier auch kurz verarzten lassen. Der Europameisterschaftsstarter. Da wird auch diskutiert, ob alles regelkonform war. Und das ist es nicht. Ori wird disqualifiziert und Lukas Reiter zum Sieger erklärt. Wir sind damit schon wieder in der Klasse bis 81 Kilogramm. Andreas Wenisch und Patrick Ganselmeier stehen sich hier wie schon in der Hinrunde gegenüber. Und erneut macht Ganselmeier kurzen Prozess mit seinem Gegenüber. Er gewinnt mit Ippon und bringt die Vienna Samurais damit noch einmal auf 5:6 heran. In der Klasse bis 90 Kilogramm trifft dann David Klammert auf Dominik Huskava. Der 24-jährige Tscheche Klammert hat ja in der Hinrunde noch eine Klasse höher gekämpft. Hat hier gegen Huskava keine allzu großen Probleme. Geht mit einer Vasari-Wertung in Führung und legt dann noch einen schönen Ippon drauf. Und damit ist das Remis für die Wimpassinger schon fix. Sie führen mit 7:5.
Aaron Farah kann somit in der Klasse bis 100 Kilogramm gegen Sascha Kuba den Sack bereits zumachen. Aaron Farah, der Europameisterschaftsfighter, jetzt also in seiner angestammten Gewichtsklasse und erneut gewinnt er diesen Kampf souverän mit einem eindrucksvollen Ippon. Sorgt er für den Sieg der Wimpassinger. Der ist den Niederösterreichern dank dieses wunderschönen Wurfs nicht mehr zu nehmen. 8-5 führen sie jetzt hier bereits, sehr zur Freude der Zuschauer, die sich nun ganz entspannt den letzten Kampf des Tages in der schweren Gewichtsklasse zwischen Andreas Ruck und Christoph Radl her ansehen können. Christoph Radlherr versucht zwar alles, hat aber gegen Andreas Mruck keine Chance. Der gewinnt nämlich mit Ippon und sorgt so für den klaren 9-5 Erfolg der Wimpassinger in dieser zweiten Bundesliga-Runde. Ja, mit dem Ergebnis zufrieden. Ich muss sagen, hat natürlich in der Pause Diskussion gegeben, ob wir die Teamkämpfer nochmal einsetzen oder nicht. Und dann haben wir durchgerechnet und eigentlich die sicheren Punktkämpfer waren die Nationalteamkämpfer. Und dann haben wir gemeinsam beschlossen, dass sie nochmal kämpfen. Ist natürlich das eingetreten, was nicht passieren hätte dürfen, da die eine Verletzung von Reiter Lukas mit der Nase. Das war völlige Unsportlichkeit, hat in Judo nichts verloren und die Kampfrichter haben das eh richtig erkannt und haben das auch mit Hans Sankomake gegeben. Aber sowas ist natürlich gerade gegen einen Teamkämpfer vor der EM schlecht. Jetzt müssen wir mal schauen, wie das ist. Ich hoffe, dass nichts Grobes passiert ist, dass nur eine Schwellung ist und dass er halt nächste Woche gut bei der EM antreten kann. Ansonsten mit den 9-5, die Damen sind jetzt ungeschlagen, weiterhin Tabellenführer, das freut mich sehr. Einmal haben wir noch gegen San Jindo, wird noch eine harte Nuss, dann wissen wir mal, wie alle sind. Und freuen uns schon dann aufs Final Four. Bei den Männern ist es so, dass wir jetzt mit diesem Sieg wieder den Anschluss vorne dabei haben, weil letztes Mal haben wir ja ein knappes 7-7 mit nur einem Legionär gegen Galaxy gehabt. Und sind wir also jetzt mit einem guten Wind in der Liga, ohne dass wir gejagt werden, sondern wir sind dabei bei den Jägern. Die Rolle gefällt uns besser. Ich glaube, dass das Ergebnis relativ gut die Kräfteverhältnisse beider Mannschaften widerspiegelt. Es war ja letztes Jahr so, dass Wimpassing nicht im Final Four waren. Wir schon, aber ich glaube, jeder, der sich ein bisschen Judo auskennt, weiß, dass das Wimpassing ganz klar ins Final Four unter die besten 2, 3, eigentlich mindestens 4 Mannschaften gehört. Es läuft Wimpassing sehr gut, also sie sind mit einem Unentschieden gegen einen regierenden Meister gestartet. Ich glaube, heute ist es ihnen auch nach Wunsch verlaufen gegen uns. Für uns ist es so, dass wir danach trachten, du bist auf der Erfolgswelle noch vom letzten Jahr, wieder ins unter die besten 4 Mannschaften zu kommen. Da sehen wir 4 bis 5 Mannschaften um die vermeintlich verbleibenden 2 Plätze nach den Tigers und nach Wimpassing quasi rittern. Ich sehe uns mit Außenseiterchancen. Wir werden unser Bestes geben, dass wir den Erfolg vom Vorjahr wiederholen. Es wird aber sehr schwer. Also letztes Jahr ist uns wirklich alles gelaufen. Heuer müssen wir wirklich um jeden Punkt kämpfen und wir werden das entsprechend auch versuchen. Die weiteren Ergebnisse dieser zweiten Bundesliga-Runde: LZ Multikraft Wels verliert gegen die Galaxy Judo Tigers mit 5-9. Reich Raming verliert gegen das UJZ Mühlviertel mit 6-8. Und Dynamic One unterliegt Flachgau ebenfalls mit 6-8. In der Tabelle liegen Flachgau und das UJZ Mühlviertel mit je 4 Punkten auf den Rängen 1 und 2, gefolgt von Wimpassing und den Galaxy Tigers mit je 3 Punkten. Mit 2 Punkten liegt Dynamic One auf Rang 5 und weiterhin ohne Punkte sind Pinzgau, die Vienna Samurais, das LZ Wels und Reichhammer.